Ja, genau. Ist doch einfach den Kampf dann dabei. In unserem letzten Video über Kiwis hatten wir euch ja versprochen, dass wir euch zeigen, wie man Kiwis richtig schneidet. Und letztes Mal standen wir ja noch ziemlich im Dschungel hier, in der Mitte, ich glaube, Gurken oder Tomaten und an den Rändern die ganzen Kiwis. Und wie ihr seht, das sieht ja schon sehr, sehr manierlich inzwischen aus, also so, wie es sein soll. Marcel hat schon überall geschnitten, nur hat extra für uns diese Stelle hier nochmal ausgespart, um euch jetzt ganz schnell zu zeigen, wie man Kiwis im Winter schneidet. Marcel, ist da viel zu beachten? Ja, also Kiwis wuchern ja sehr stark. Man muss eine Balance finden, dass man nicht zu viel schneidet, dass man was lässt, dass man auch möglichst die richtigen Triebe stehen lässt. Ist nicht ganz so einfach wie beim Wein, dass einfach genug Blüten kommen, die Früchte bremsen nachher auch das Wachstum so ein bisschen. Und wir haben hier bei uns speziell einfach so der Situation geschuldet, an der Seite Gewächshäuser sind zu niedrig, um die anders zu nutzen, deshalb Wein bzw. Kiwis hier. Und wir haben einfach den Stamm hochgezogen, nach rechts und links einen Trieb weg und die fruchttragenden Äste, die sollen halt einfach runterhängen. Das kommt hier als kleine Besonderheit nochmal dazu. Okay, dann würde ich sagen, bevor du uns das jetzt hier mal live zeigst, zeig erstmal da hinten, was du da schon gemacht hast. Okay. Okay, hier sieht man, eine Pflanze kommt aus dem Boden und wird zweitriebig hochgeleitet, dann nach rechts und links. Und ja, Marcel, was hast du hier gemacht? Ja gut, also hier haben wir halt eben diesen Haupttrieb, der zur Seite weggeht. Und da kommen dann die Triebe raus, die tragen sollen. So, wir haben also immer alles, was nach oben und nach hinten weggeht, komplett weggeschnitten und gucken, dass nach vorne bzw. schräg nach unten oder ganz nach unten immer etwas stehen bleibt. Man muss natürlich mit dem arbeiten, was die Pflanze einem anbietet. Und ja, wo man darauf achten muss eigentlich, ist, dass man auch immer kräftig wieder zurückbringt, mal wieder einen neuen von unten kommen lässt, sonst passiert das so wie hier, dass die Äste immer weiter rauswachsen und auf einmal bin ich hier irgendwo und wir brauchen hier auch den Platz ein bisschen weiter, weil hier stehen nachher die Tomaten wieder, das wird sonst zu eng. Also wird schon mal relativ kräftig zurückgeschnitten und es wird auch manchmal so geschnitten, dass man fürs nächste Jahr einen neuen Trieb produziert, der dann im nächsten Jahr wieder genutzt werden kann. Hätte man jetzt mehr Platz an der anderen Seite, würdest du das dann durchaus auch noch? Ja, das würde ich dann zu beiden Seiten so laufen lassen. Also wenn man mit einer Kiwi eine Hauswand, dann hat man das Ähnliche, weil zur Wand können sie ja nicht wachsen. Ist automatisch ja nach hinten nichts, beziehungsweise dann würde ich es auch abschneiden, sonst presst die Pflanze sich nachher weg, beziehungsweise die Triebe im Schatten hinten, die bringen ja dann eh nicht allzu viel. Über eine Pergola oder einen Bogen, da kann man es aber ein bisschen mehr wachsen lassen. Da würde ich einfach nur gucken, dass ich die wirklich dann in der Form ziehe, dass es nicht allzu sehr Wildwuchs gibt und auch, wie gesagt, sie wuchern unheimlich. Also die normalen Kiwis, ich rede jetzt nicht von den Mini-Kiwis. Und einfach ein bisschen im Zaum halten. Aber wenn man dann einfach zu viel schneidet, dann provoziert man einen ganz starken Trieb wieder. Ist auch nicht so gut. So, okay, dann würde ich sagen, da hast du schon. Ja, da fängt es dann an, wo genau. Du noch nichts. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich komme jetzt mal dazu. Darf ich mal die Schere haben? Oh, du vertraust mir die Kiwis an. Also der hier wächst hoch. Genau. Der sollte weg. Direkt am Stamm. Direkt am Stamm in dem Fall. Der ist ja auch ein bisschen schräg nach hinten, also ganz weg. Man muss natürlich beim Wegschneiden immer aufpassen, dass noch genug anderes da ist. Ja. Nicht alles, was ein bisschen doof gewachsen ist, weg und auf einmal ist nichts mehr übrig. Ja, muss ja mal gucken, ein bisschen rechts und links. Kann man hier mit irgendwas machen, Stecklinge? Man könnte Steckhölzer versuchen. Aha. Mit etwas Glück klappt das, nicht immer, aber kann funktionieren. Man könnte jetzt, wenn man irgendwelche anderen Kiwis hat und möchte diese Sorte dann da drauf haben, könnte man auch veredeln. Okay. Man könnte einen Stamm oder einen Seitenast umveredeln, hätte dann zwei Sorten drauf oder ganz neu veredeln. Jetzt haben wir hier diesen Ast, der mit 1, 2, 3, 4 und hier verzweigt er sich nochmal nach vorne wächst. So sieht das hinten nicht aus. Wie entscheidest du dich jetzt also hier bei dem? Ich gehe jetzt erstmal dahin, bei dem noch gar nicht. Schneid erstmal alles weg, was auf alle Fälle weg soll. Dann wird das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Also, dann haben wir alles nachher schon ein bisschen weniger. Und dann wird die Geschichte etwas einfacher, auch wenn es jetzt gerade mal ein bisschen länger dauert dadurch. Kiwis schneiden ist bei dir Chefsache, du lässt deine Leute das nicht machen. Da lasse ich jetzt keinen dran. Gut, wenn ich jetzt gelernte Leute hätte, würde ich es auch machen, aber bei unseren Helfern besser erstmal nicht. Ja,
Hier zum Beispiel, geht jetzt noch nach oben weg. Der kommt so schräg nach vorne. Okay, warte eine Sekunde, ich hole mal die Kamera ein bisschen näher. Okay. Okay, da sind wir wieder. Also wir haben hier ja die Situation, ist alles sehr eng, nicht gut. Der ist ideal, geht so schön nach unten weg. Der kleine vielleicht als Reserve, das ist auch einer, der direkt schon blühen wird nächstes Jahr. Hier haben wir noch auch so einen eigentlich ganz schönen Blütentrieb, aber alles zu eng, einmal komplett weg. So. Und schon sieht die Sache ganz anders aus. Zeig mal, was du da abgeschnitten hast, bitte. Also schon den großen hast du weg. Das große Teil komplett jetzt rausgenommen. Man sieht auch hier noch ganz schön, das sind die Stiele, wo er dieses Jahr getragen hat. Die liegen sogar noch im Verkauf hier, sind noch gar nicht alle verkauft. Haben wir noch welche von? Also hier diese Sorte speziell war jede Menge dran. Ist eine recht kleine Sorte, habe ich gekauft als Goldkiwi, war aber dann doch grün. Wollte sie rausreißen, aber die Früchte schmecken einfach viel besser als die anderen, deshalb darf sie stehen bleiben. Ist immer voller Früchte, guter Ertrag. Gibt es bei Kiwis so eine Regel wie bei anderen Fruchthölzern, bei Himbeeren zum Beispiel, dass die, wenn die an einem Holz getragen haben, da im nächsten Jahr nicht mehr tragen? Ja, es ist ja nicht wie bei Himbeeren, aber es ist halt schon so, dass da, wo jetzt die Früchte dran waren, das vergreist ja alles so ein bisschen. Und ja, besser ist, man hat einen jungen, neuen Trieb. Wobei natürlich diese extrem wüchsigen Triebe, da kommt dann auch nichts dran. Ich mache das bei solchen dann so, dass ich dann eben auch die einfach mal ein Stück zurückschneide. Dann treiben die hier oben wieder neu aus und dann kommt normalerweise auch was dran. Der hier hat zwar auch hier getragen, aber hat hier ganz viel junges Holz. Nehmen wir nur ein bisschen zurück. Ich hoffe, dass diese Triebe hier dann wieder vernünftig sind. Und dann wird nachher, wenn sie dann blühen, noch mal ein bisschen nachgeschnitten. Dann sieht man ja, wo sind Blüten dran. Wo nicht, und dann wird ein bisschen nachgearbeitet. So, jetzt haben wir ja hier relativ viele, die eigentlich, wie du sagst, ganz gut nach unten wachsen. Jetzt musst du dich da, glaube ich, entscheiden, ein paar abmachen und ein paar weg. Genau, also wenn es jetzt zu eng wird, muss man gucken, der hier, dann haben wir da einen ganz guten Abstand, dann geht das zack, zack. Also das wird alles wieder ein bisschen zu eng, nehmen wir den raus. Hier haben wir jetzt einen relativ kräftigen, ja, lassen wir nochmal stehen dieses Jahr. Und jetzt ist die Kamera im Weg, jetzt müsste ich darüber. Moment, einmal außenrum. So, also den wollten wir stehen lassen. Hier ist dann schon wieder etwas eng, also raus damit komplett. Da ist so ein Stumpf, den lasse ich mal stehen. Vielleicht ziehen wir hier aus dem Auge fürs nächste Jahr dann wieder was Neues raus. So, hier so ähnlich. Möchte ich was zurücknehmen. Rückschnitt, mal so auf so einen Zapfen schneiden. Einfach provozieren wir hier einen Austrieb fürs nächste Jahr dann. So, und die anderen nehmen wir hier unten zurück. Da könnten dann schon wieder neue Blütentriebe kommen. Hier wieder das nächste, der geht so steil nach vorne raus, in den Weg rein. Das wollen wir nicht haben. Können wir nachher nicht mehr durchlaufen. Auch wenn der vielleicht ganz gut tragen würde, aber jetzt Platzproblem einfach. So, hier die Seiten raus, das raus. Hier haben wir wieder einen schönen neuen Fruchttrieb. Der ist so ein bisschen, ja, ein bisschen lang geworden schon, ist auch was eng mit dem, also fliegt komplett wieder raus. Ein bisschen schwer dran zu kommen. Das ist so. Natürlich dann immer so die Herausforderung, gerade für Anfänger, die denken, ach, so ein schöner Zweig mit so vielen Knospen ja, dran. Ja, aber man muss sich einfach entscheiden, weil zu viel, wie gesagt, bringt nichts. So, hier habe ich wieder das, der geht so nach vorne, wäre eigentlich ein ganz guter Trieb als Ersatz, aber geht in den Weg rein, wollen wir nicht haben. Hier auf so ein Auge, was nach unten weggeht in dem Fall. Wie gesagt, ist bei uns einfach der Situation geschuldet. Müssen wir ein bisschen manchmal anders schneiden, als man es sonst machen würde. Einfach, damit wir durchkommen. So, hier haben wir wieder das Problem. Unheimlich wüchsige Triebe, nach oben weggehend, also komplett raus damit. Wird zu eng, die sprengen nachher die Glasscheiben weg. So, hier hinten das Gleiche. Einfach weg damit. Liegen hier noch alte Blätter drauf. So, hier haben wir einen, der geht ganz steil nach oben, wollen wir nicht haben. Das hier ist, kann man nicht sehen mit der Kamera, aber das ist abgestorben. Also ganz raus, das Teil. So. Okay, und somit Versprechen eingelöst. Hier war das Video über das Schneiden von Kiwis. Hm. Nochmal kurz zum Zeitpunkt. Jetzt haben wir ja fast... Neujahr, ich glaube den 27. haben wir heute. Mhm. Ist das die ideale Zeit dafür? Also es friert im Moment in der Nacht vielleicht so minus 1 Grad, minus 2.
aber nichts Stärkeres. Ja, man muss einfach gucken, ein bisschen, wo man ist. Also ich meine, hier sind wir sowieso im Gewächshaus, es wird auch kalt drin, aber es ist nicht so extrem. Wir haben hier generell eine etwas mildere Gegend. Wenn ich in einer ganz kalten Ecke bin, würde ich vielleicht ein bisschen warten. Dann, oder ja, schon das, vorher gemacht haben? Ja, also wenn es dann noch mal ein bisschen reinfriert, dann hat man keine Reserve mehr. Also wenn es geht, ein bisschen später. Ist dann wieder das Problem, wenn es etwas zu lange, umso mehr blutet der dann aus. Also der Saft läuft nachher raus. Ist aber für die Pflanze nicht ganz so drastisch, wie es immer aussieht. Aber es sieht schon lustig aus. Es sieht lustig aus, also das ist wie eine Tropfbewässerung. Also unten hat man so nasse Stellen, da könnte man Salat reinpflanzen. Das ist doch ähnlich wie bei den Birken zum Beispiel, Birkensaft. Genau. Die treiben dann irgendwann von der Wurzel, hauen alles nach oben und wenn man dann schneidet, ist natürlich genau, da dieser, ist so, dieser Verlust. So ein Druck ist bei dem Wein auch so hier. Aber ich habe auch im Wein schon im Dezember geschnitten, als es dann irgendwann anfing auszutreiben, hat es dann immer noch getropft. Also tja, gut, und ich bin sicher, es gibt auch noch andere Arten, wie Leute Kiwis schneiden ja, können. Auf, und trotzdem auf alle Fälle muss man sagen, ich habe ja eben zwei oder dreimal gesagt, unsere Situation hier, ja. Gewächshaus, diese Erziehungsform, Kompromiss eben, dass wir was haben, trotzdem hier noch laufen können, in der Mitte noch Tomaten oder Paprika stehen haben, muss ich immer ein bisschen anpassen. Und wie ihr eben ja schon mal als Einblendung gesehen habt oder in dem Hauptfilm, wenig ist das nicht, was er hier erntet aus diesem Nein, Haus. Das kann man nicht meckern. Genau, und ja, und das geht dann auch über Jahre gut. Die Pflanzen werden nicht zu sehr gefordert. Jetzt, ne? Gut, wie gesagt, eine Methode sind ja immer so welche, die schreiben dann darunter Blödsinn, ich mache seit Jahren anders. Ja, genau. Mag stimmen, aber es ist dann trotzdem kein Blödsinn, wie wir das jetzt zeigen. Richtig. Gut, also, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal mit den Kiwis. Falls ihr da noch irgendwelche Themen sehen wollt, einfach gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, hat euch dieses Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben. Ja, schreibt was in die Kommentare, empfehlt diesen Kanal weiter und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.